Komm, wir gucken uns auf jeden Fall noch Satahuru an. Die hat nämlich ein neues Video vor 2 Tagen hochgeladen. Luxemburgischer Mr. Beast. Wir reagieren jetzt drauf in 3, 2, 1. Teure Schuhe, da gehen wir schon in die Richtung. Bruder, ist das dumm. Bruder, ich wollte kurz einfach nur meine Kamera rechts unten hin machen. Jetzt habe ich Wasser auf meiner Tastatur, Bro. Oh mein Gott, ist das... Alter, die ist ja komplett ripped. Das ist kacke. Okay, da ist ein großes Problem. Mann, ich will diesen Stuhl eigentlich mal testen. Der ist so geil, aber der ist auch so überarschteuer. Problem, okay? Wo zum F*** mache ich die 9000 Kabel hin, Bro? Die sich in diesem verf***ten Schrank da befinden. Bro! Deswegen Wireless. Deswegen Wireless. Oh Mann, Digga. Ich hab heute zu viel Energie irgendwie, Bro. Mit keiner besser. Hallo? Alles gut? Digga, ist wieder da. Hätte auch in mein... Ich hoffe, die hat nicht irgendeinen überweißen Teppich, Alter. Dann ist wirklich Ende. Eine Tastatur. Das habe ich auch in meinem Leben noch nicht gehört. Oh, Alter! Das ist ja schrecklich. Und dann Kaffee mit Strohhalm. Oh. Wieso schneidet Hugo das rein? Da hat jeder schlechte Laune. Was läuft? Ich was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Und hier ist der Eingang und hier sieht es noch gar nicht nach Fußball aus. Ne? Wir sind hier mittendrin in der Ausstellungshalle von den Autos. Und wenn ihr hier schaut, hier würde wirklich der ein oder andere YouTuber schwach werden. Hier angefangen von diesem Lila. Da hat Marcel letztes Mal gesagt, dass er den richtig brutal geil findet und dass er den auch holen würde. Oh, das ist so ein unfassbar schönes Auto mit der Farbkombination. Oh, unfassbar. Ich finde, Spoiler sehen halt immer extrem krass aus. Ich finde, dass Spoiler, also so ein, also diese Heck-Spoiler hinten, dass sie ein Auto nochmal 50% attraktiver aussehen lassen. Boah, warte, nimm den aus der Entfernung mit. Ist das die Klassik-Remise oder wo ist das? Boah, unfassbar geiles Auto, Digga. Was ist für ein Chat? Ferrari, F30. Ah, nee, Digga, F40. Daher stimmt. Unfassbar. Aber der hier, Digga, Ferrari F40. Wow, wow. Wowie, wowie. Übrigens hier auch wichtig nochmal für alle. Hier. Ja, so ein Lambo sieht mit Spoiler schon geil aus. Oder hier so ein Porsche 911 oder sowas mit Spoiler. Also diese GTR 3. Ach, keine Ahnung, Mann, ich kenne mich schon damit nicht aus, Alter. Aber die sehen auch babamäßig aus so. Aber es gibt halt zum Beispiel in Berlin gibt es auch sowas, die Klassik-Remise. Da stehen Autos, die kosten mehrere Millionen Euro. Euro. Ein Restaurant. Hier wird öfters mal am Eck noch gewaped, 10 Minuten vor Spielbeginn, wenn sich noch eine Pasta bestellt wird. Da sitzt meistens einer mit Jogginghose, Balenciaga-Hoodie, Cap nach vorne und Tattoos im Gesicht. Unfassbar köstlich. Oh, der Song macht mich psychisch fertig. Ich kann halt die Spaghetti genießen dabei gerade. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich gerade aus meiner Obdachlosigkeit das erste Mal hier sitze und der Aufstieg beginnt gerade. Ja, also die Musik gerade im Hintergrund. James Blunt, You're Beautiful, ist eine absolute Liebeschnülze. You're beautiful. Alter! Da setzt sich noch hier der Kollege neben mir zu mir und will Händchen halten, weißt du, bei dem Lied. Kriegst du bei der Musik auch Gefühle ein bisschen? Bisschen feucht. Ja. Carbonara ohne Speck? Alter, was ein... Naja, aber er isst ja auch kein Fleisch. So. Meine Chefin ist total auf Messer. Hallo Jenny, hier ist der Onkel Monte. Ich war hier gerade in deinem Restaurant, in ihrem Restaurant essen. Sehr lecker, kleiner Minuspunkt, Afri-Cola und keine normale Cola. Und die Musik war katastrophal. Ansonsten das Essen war lecker und darauf kommt's an. Beste Grüße. Eigentlich ist das Beste, was man machen kann gegen diesen überriesigen Konzern. Aber Cola, normale Coca-Cola schmeckt halt schon gut. So, aber eigentlich ist das schon ein gutes Statement, wenn man davon irgendwie weggeht. So, ich verstehe das schon, aber obwohl, fand ich Afri-Cola schlimm? Nö, ich glaube, die ging eigentlich sogar klar, aber man hat sich halt einfach an normale Coca-Cola gewöhnt. Oh, du sollst nicht mit der Picke schießen. Die Nägel hätte ich schneiden sollen. Ich mach das immer, Alter. Ich raff diese Leute nicht, die von der Seite schießen. Ich habe immer mit der Picke einfach raufgehauen. Das tut zwar über weh, aber... Ach. Nicht zu lang, aber jetzt war zu, also jetzt dafür war es zu lang. Oh. Okay, Spendi, komm. Du bist der Skater, du musst es machen. Ach du Scheiße, der fliegt. Bruder, wie stehst du da? Wer bist du? Michael Jackson. Mit der Hand nicht berühren darf, richtig? Oder was? Was machst du denn? Hast du das Glas runtergeschmissen, du Idi? Mann, Spendi, Digga. Ich hab doch nur die Tür zugemacht. Ich hab ein Video neulich hochgeladen mit TikToks und da kam so dieses, die App läuft im Hintergrund. Und ich musste sofort an dich denken. Ja, irgendjemand hat bei mir was installiert im Auto, ich weiß nicht, was das ist. Die Baller League, Was war das denn für ein Geräusch? Hey, Mercedes, stell das... Eigentlich ist es on-stream voll, obwohl, nee, also ich muss, na, schwierig.
Obwohl, nee. Und on-stream, wo ich das einmal mit Auto unterwegs war, haben mir einfach die Zuschauer, die aus der Gegend kommen, haben mir irgendwie einen Kilometer vorher schon gesagt, dass da Blitzer kommt. Das fand ich geil. Deswegen, ich brauche immer Zuschauer aus ganz Deutschland, damit die mir immer sagen können, wo was ist. Das Geräusch aus. Kannst du das bitte noch einmal sagen? Naja, momentan ist viel zu... Was ist das denn für ein Geräusch hier in dem Auto? Ich weiß gar nicht, was das ist, Alter. Schöner Ball, schöner Ball. Oh, oh, oh. Wichtig und richtig. Oh, 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 oh. Ich meine, den Ball 2 Minuten. Das ist eine Tätigkeit. Ey, jetzt reicht's. Das zweite Mal schon. Wie oft noch? Wir haben 2 Minuten bekommen dafür. Der fliegt die ganze Zeit. Der fliegt. Unser Spieler fliegt die ganze Zeit. 30.000 hat abonniert. Vielen, vielen, vielen Dank, Mann. Auf der Außenlinie. Ey! Null Ball. What the fuck? Früher habe ich bei so welchen Fouls die Polizei gerufen. Wirklich? Ja, Tätigkeit, klar. Alter. Heute, neben den ganzen Brechen hier und da, ist es mal wieder an der Zeit, ein Stück Gaming-Geschichte zu schreiben. Denn heute findet unser erstes Minecraft-Turnier statt. Es sind folgende Preisgelder am Start, und zwar 40.000 Euro, die sich so aufteilen. Platz 1 kriegt 21.000. Wie alt? Mann, Alter, da hätte ich einfach Platz 1 werden müssen. Wieso nehme ich denn an so einem Turnier nicht teil? Gut, ich werde jetzt auch nicht mehr eingeladen, weil ich immer ablehne. Das hat sich halt auch erledigt, aber das wäre doch krank, wenn ich bei sowas Platz 1 werde. Nur bin ich gänzlich unbegabt in jedem Spiel, dass es existiert. Geld ist wichtiger. Ich hoffe, es ist ein richtig junges Fettchen. 16, oh ja, das ist ein richtiger Geek. Oh ja, hat auch richtig schnelle, flinke Finger. Ja, oh nee. Bitte sagt mir doch, dass er noch zur Schule gegangen ist und nichts anderes gemacht hat, außer zur Schule gehen, um Minecraft zu spielen. Ja. Die Besten im Turnier sind Hugo, Wichtiger und ich. Also Wichtiger ist schon sehr, sehr vercrackt. Es werden Minigames gespielt, wo man verschiedene Sachen braucht. Die Modi sind für mich gemacht. Diese 2 Modi hier habe ich mein Leben lang gespielt. Junge, ich bin aufgewachsen damit, Bro. Das ist perfekt. Auch wenn du dieses Game jetzt nicht besteigst, hast du heute gezeigt, dass du der größte Allrounder-Gamer auf Twitch bist. Größer als ein MikiTV. Deswegen stehen bei Solution im Hintergrund auch Stofftiere und bei mir Pokale. Oh, Junge! Dann würde ich sagen, wir können starten. So, Jungs. Also, ganz kurz. Du machst die Calls. Jetzt ist Full Focus angesagt. Ey, das war eine krasse Aussage. Das muss man sagen. All good. Es läuft so. Medik. Wir haben's. Ja, Micky, ihr seid erster Platz. Ey, warte mal, Wichtiger, hast du morgen Schule? Ich muss in 5 Stunden aufstehen, ja? Oh. Dann geh schlafen, Digga, was macht dein Arsch denn? Digga, ich geh morgen früh zur Schule um 7 Uhr, ja? Das ist aber auch eine interessante Anordnung. Das ist eigentlich eine viel schlauere Anordnung von Monitoren. Genau so. Dann hast du einen geilen Chat, der übertrieben lang ist. Ich verstehe nicht, warum meine Monitore alle normal angeordnet sind. Ist so dämlich. Ey Jungs, kommen wir zu den wichtigeren Themen. Ich war gestern im Fernsehen. Es ist auf jeden Fall besser als der Zeitungsartikel, weil da auf jeden Fall kein Müll gesagt wurde. Im Intime spricht der 19-jährige Schüler über Vor- und Nachteile seines Jobs. Schüler! Hä, er ist 19? Hä? Also wird über ihn geredet? Luxemburgische Mr. Beast. Mr. Beast, der vor allem auf YouTube bekannt ist, ist die amerikanische Version unseres Hugos. Nach was haben die das wirklich da hingeschrieben? Das ist krank, dass die mich mit Mr. Beast vergleichen. Mr. Beast! Dieser letzte Bürger hüt 800.000 Follower auf Twitch. Na, der Let's Hugo Ass bekannt. Oh mein Gott! Ist das der, der redet? Das ist alles im Fernsehen jetzt. So alles. Kann den der Let's Hugo dubber. Und. Junge! Witzig, gut drauf, ganz open, auch schlagfertig. Das war mein Ziel halt. Also, ich wollte, dass es so wohl Ass, ja. Junge, das muss ja so ein Kulturschock sein für so Fernsehleute, Alter. Wenn ich so also schon alles zu viel gemacht. Ist das Scheiße, Bro. Ich finde, das hört sich irgendwie nicht so an, als wäre das eine echte Sprache. Oder als würde Hugo das gerade wirklich sagen in dem Moment. Hat das so AI übersetzt oder so. Ich weiß nicht warum. Ich wollte es aber, ich habe gemerkt, dass es los schon heil. Das hört sich so nuschelig an, Alter. Ach so. Ja, ich wollte es, Alter. Also.
So reden die Leute in meinen Träumen. Luxemburgisch ist einfach Nuscheln. Hallo Max. Junge, als ob. Du bist gerade bei mir zu Hause. Was macht ihr in der Halle? Ich weiß es nicht. Ich streame hier und ich kann dir wirklich nicht beantworten, warum sie hier ist. Wieso bist du eigentlich hier? Wer hat dich reingelassen? Mann, ich dachte schon wirklich, mein ADHS wäre schlimm, ne? Schön. Nö, doch, das war diesmal, das war ein sehr ansprechendes Video heute. Heute fand ich es cool.